Sehr, also wirklich, deswegen hat es auch nicht lange gedauert, wo das Telefon geklingelt hat, sich zu entscheiden, ob man es macht oder nicht macht. Absolut froh und die ersten 24 Stunden fühlen sich auch wirklich gut an. Der Verein, also der Verein und die Ambitionen des Vereins. Deswegen also so schnell, wie es für die Öffentlichkeit ging und so schnell ging es auch wirklich für uns. Also Montag im Geschäft gewesen, aus dem Geschäft raus, eine SMS bekommen, dass man einen Anruf von Markus Wolf bekommen hat, mit Markus Wolf telefoniert und auf einmal ja, ging es halt über Nacht, dass man auf einmal die Sachen gepackt hat. Keine einfache Situation, vor allem auch mit der Familie oder mit der frisch verheirateten Frau, aber sie hat mir da auch ein bisschen den Rücken freigehalten, deswegen ging dann zum Glück alles so reibungslos und schnell über die Bühne. Ja, das ist Fußball. Ja, vor einem Monat war noch alles perfekt, man ist im Pokal weitergekommen, hat Ingolstadt geschlagen und so ist der Fußball, so schnellliebig ist der Fußball. Ich sehe einfach ein verrücktes Potenzial in der Mannschaft, ja, wirklich in der Tiefe und auch in der Breite. Und das müssen die Jungs dann auch wieder kapieren und sie haben sich das selbst bewiesen. Wenn sie am Limit spielen und wenn sie alles in die Waagschale werfen, gibt es nicht viele Teams in der Liga, wo wir Punkte lassen können, kriegen wir es aber nicht auf dem Grün und denken, es reicht mit 95%, 90%, dann hast du aber halt auch gegen jedes Team in der Liga Probleme. Und das ist das, was die Jungs jetzt natürlich als Selbsterfahrung in den letzten Wochen erlebt haben. Und das nehmen wir auch für die Zukunft mit, dass das uns und unsere Sinne schärft, dass wir immer wirklich auf die 100% arbeiten müssen, dass wir die Punkte zu uns holen. Eine leidenschaftliche Mannschaft, die bereit ist, alles zu geben und alles zu tun, dass die drei Punkte in Schweinfurt bleiben.